Hallo und willkommen zu einem weiteren Part von Dead Space 2 mit mir, Cornelby natürlich, und genau zu sein ist es Part 22 und das letzte Mal, wo ich das gespielt habe, ist schon etwas länger her. Wir haben heute genau zu nehmen den 25. März 2012 natürlich, und ich habe gerade auch ein bisschen geguckt, wo man ein bisschen die Steuerung war und ja. So, ich weiß auch nicht, was zuletzt passiert ist. Genau, wir waren im Livestream bei der letzten Aufnahme. Das ist letzten Monat gewesen. Naja. Wir sollen darüber zu denen, soweit ich das noch weiß. Ich nehme mal die hier. Und ich habe Angst, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Was hab ich denn da noch? Oh. Los, komm her, du Fisch. Ja, kotz mich nicht an, du Fisch. Oh, ein schöner Schocker direkt schon zu Anfang. Das gefällt mir noch gar nicht. Naja, machen wir mal weiter. Genau, was ich euch erzählen wollte. Heute ist mir was Schlimmes passiert. Hätte fast dabei zu gekommen, dass ich keinen Dead Space mehr weitermache. Und erstmal Workbench. So. Also, mein PC. Erstmal kurz gesagt, mein PC ist abgeschmiert. Ja. So, jetzt erzähle ich erstmal kurz, wie es dazu kam. Ich war ganz normal heute Morgen Teamspeak gewesen, hab gelabert, Blödsinn gemacht und so weiter und so fort. Und dann irgendwie ist mein BIOS abgeschmiert. Ich weiß nicht wie. Ich kann nicht sagen warum. Okay, hab ich Neustart gemacht. Ganz normal, weil ja BIOS sieht man ja wegen dem blauen Bildschirm und so weiter. Dann sieht man, dass er vom BIOS ist. Diejenigen, die es wissen. So. Und dann habe ich den PC neu gestartet, wollte den ganz normal, hat er es mal Ewigkeiten gebraucht, bis der Windows so gestartet hat. Dieses Symbol von Windows. Oh, also jetzt. Auf jeden Fall hat es dann etwas gebraucht, bis es. Warte. Durch das manuelle Abschalten der Fabrik sind alle Druckventile eingerastet. Wir müssen das Ding irgendwie gewaltsam öffnen. Okay, so geht's schon mal erstmal nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Alt, wie kann man denn nochmal schweben? Ich muss kurz reinschauen. Auf jeden Fall habe ich PC gestartet, habe das hat das Ewigkeiten gedauert. Und was ist dann passiert? Ich hatte ein schwarzes Bildschirm, nur Hamachi war der Hintergrund auf. Warum Hamachi drauf hab? Interessiert euch nicht. Auf jeden Fall hatte ich dann da drauf, hatte ein bisschen konnte nur Hamachi sehen, hat auch der hat ganz versucht, normal Windows wieder zu starten und alles. Hat er nicht getan. Hab ich 5 Minuten gewartet, kam nichts. Ist nichts passiert. Und konnte ich nichts machen. Was habe ich dann gemacht? Ich bin nochmal neu gestartet, hab dann in gesicherten Modus gestartet mit Netzwerk. Erst mit allen Treibern, da ging ja auch erst nicht. Ich denke mir so, scheiße! Habe ihn dann über nur Netzwerk gestartet. Ging dann soweit alles. Wollte meine Daten sichern, okay, die habe ich auch alle gesichert auf meinen Stick, der ist ja groß genug dafür. Und ja, wie kam es dann? Dann habe ich so, komm, mach's normal, gehst normal rein. Ich glaube, das war eine halbe Stunde, Stunde oder so, habe mit den Daten sichern, auch hier mit den Save-States von diesem Spiel, die ich mir extra rausgesucht habe, auch so schnell wie es ging. Aber naja, komm auf jeden Fall wieder zurück, habe das nochmal gestartet und zack, was, es war da. Ich weiß nicht, woran es lag, ob ich. Ich habe nichts geändert, ich habe meine Daten nur auf den Stick gepackt. Was ist? Nichts. Und zack, es ging. Ich weiß bis heute nicht warum. Und ich verstehe nicht, hier steht doch alt. Ordnungssender BEQ, warte einen Moment, erstmal kurz gucken. Mission, Kurse hoch und so weiter. Wie konnte man denn fliegen? Ging das hier? Necro-Steuerung, Klemmen, Wandlaufen. Das ist, denke ich mal, nur für den Multiplayer interessant. Oder? Ja. Würde ich sagen.
Naja, wir gucken einfach mal. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, weil seit Tagen versucht einer bei mir auf den PC zu kommen und einen Trojaner drauf zu schmeißen. Und das ging mir so auf den Sack. Ich habe davon Alt gedrückt. Naja, ist auch egal jetzt. Und. Na, ganz toll. Auf jeden Fall versucht ganz halt einer auf mein PC zu kommen, die ganzen Tage schon. Ach, Mann. Wo ist denn das Kackding jetzt? So, ein neues. Ja, ich habe das Spiel mit Steam verknüpft. Ich sollte vielleicht mal bei Steam mal vielleicht als offline gehen. So, damit nichts weiteres kommt, niemand uns stört. Weil das kennen wir ja zu Genüge. So, tun wir jetzt. Ah, jetzt geht's. Ach, so geht das. Ah. Wie lange? Ich hab keine Ahnung mehr, wie das Spiel geht. Nicht so wirklich richtig. Nicht so wirklich. Und naja. Ich habe natürlich wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Aber bei dem Spiel mache ich das auch so. Beim zweiten Save Points mache ich es eigentlich grundsätzlich immer, den Part zu Ende zu machen. Das gefällt mir hier nicht. Ich glaube auch. Da sind sie. Wie ich sehe, hat Ihre Freundin die Anlage lahmgelegt. Ich schuldige meinen Dank, dass sie mir ihren Standort verraten hat. Der Verarbeitungszyklus läuft. Und Sie stecken mittendrin. Es endet hier, Clark. Nein, das muss es nicht, Heidmann. Doch, das muss es. Leben Sie wohl, Clark. Ich frag mich bis heute immer noch, was hat er gegen uns? Ah. Ah, so ging das. Das gefällt mir gar nicht und verschwindest mal, oder? Noch so ein scheiß Baby hier irgendwo. Nö. Ups. Ich bin irgendwie eine leicht andere Störung gerade gewöhnt. Ich weiß nicht. Okay, kann auch daran liegen, dass ich sag mal so, ein bisschen viel Modern Warfare 3 gespielt habe in letzter Zeit. Sehr viel, genau zu nehmen. Und das sieht nach Stasi-Energie aus. Ich weiß aber nicht mehr, wie man die bedient. Ah. Jetzt weiß ich es wieder. Nur durch Zufall. Ach, da ist es direkt, Bibi. Komm, so wohl. Baby. Ach, das war ja auf 1, genau. Das wäre zu blöd. So. Haben wir es auch erledigt. Yep! Und ich werde jetzt nicht nur ein Part aufnehmen, dass ich erstmal hier machen muss, war ja auch zu Darkness. Jo. Oh Scheiße, da kommt was. Schloss, helfen Sie mir mit der Tür. Ich will, dass Sie ihn sehen. Sie müssen die Schritte einhalten. Was? Nein! Halten Sie die Klappe und helfen Sie mir. Verdammt! So, haben wir es auch geklärt mit den Viechern. Wir richten uns natürlich wieder ganz normal aus. Und du kommst weiter, so. Weil die geben mir immer Muni, Geld, etc. pp. Gut, aber jetzt nichts. Und das Gute ist, wir sind in Schwerelosigkeit. Da ist es ein bisschen einfach, die Gegner zu töten. Und die Schocker sind zum Glück nicht so schlimm. Wo ist denn so ein Teil, bitte? Damit wir auch ein bisschen vorantreten können.
Warte, wir müssen noch da durch, ne? Ja, müssen wir. Ah, da. So, das kommt daran. Loslassen. Ups. Wenn schon richtig zielen. Ist es tot? Ja, ist tot. Gut, wir nehmen lieber die Waffe wieder. Natürlich den Plasma-Cutter, weil die ja am stärksten ausgerüstet ist. So. Gut, die ist nachgeladen. Das hört sich nicht gut an. Naja, wir versuchen jetzt nur ganz schnell hier weiterzukommen. Was ist denn das? Ah, ein Hypercard zum Verkaufen, das ist doch gut. Und ich würde gerade wissen, wie man... Ach, da! Hab ich gar nicht gesehen. Dass man da weiter kann! Ja. Ich mach den ersten Part wieder, was ist? Ich faile direkt schon. Sieht ziemlich lecker aus. So. Da müssen wir sicherlich rein. Ja, müssen wir auch. Aber Feuer. Sagen wir erstmal die ganze Muni. Ja, jedes Mal, wenn so eine Katze oder irgendwas kommt, drück schräg den Stummschalter, den ich ja hier am Headset habe, damit man mein Geatmen nicht so sehr hört dabei, weil das ist doch ein bisschen störend, hat mir auch jemand auch gesagt, bei, über Steam, wegen The Darkness 2 am Ende. Und ja, da kommt da sicherlich jetzt was. Nee. Boah, ich glaube, ich vertraue dem Braten hier nicht. Wow! Freck, du Mistvieh. Vorerst aber lieber mal drauf schießen. Ich erwarte, das Glas wird erhalten. Da hinterher. Ein Glück, dass sie noch in einem Stück sind. Alles okay? Ja. Es sind 4 Schritte. Aber nicht wegen ihm hier. 1, 2, 3, 4. Ist Schritt 4. Sie wird warten. Jesus, Dross. Alles okay? Es wird schlimmer. Was ist Schritt 4? Wer wird warten? Nach den Schrauben. Nach der Nadel. Wird sie warten. Er wird es nicht schaffen. Wir müssen weiter. Oben gibt es eine Güterbahn, die die gleichen Gleise benutzt wie die Pendlerbahn. Sie bringt uns zum Regierungssektor. Einer von uns muss sie vom Führerhaus aus steuern. Starrend. Fragend. Ich kenne die. Bleiben Sie hier und versuchen Sie, ihn auf die Beine zu bringen. Ja, machen wir direkt mal weiter einen Anschluss natürlich. Also, ich meine jetzt, weil ich habe ja die Cut und so weiter. Ihr wisst es ja. Und wir speichern erstmal eine Runde. Wir hatten jetzt 4 Stunden und 21 Minuten verbraucht. Gucken wir mal, wie lange wir jetzt haben. Ja, 13 Minuten. Ich mache mal kurz einen kleinen Cut, bis gleich. So, da sind wir wieder und zurück. Ja, ich habe mich mal kurz entschieden, wir machen einen 30 Minuten Part aus, ein kleiner Special genau zu nehmen. Warum? Weil ich es kann. Natürlich, weil ich gerade irgendwie Lust habe, um mal ein bisschen mehr aufzunehmen, damit ihr auch mal ein bisschen mehr vom Spiel habt. Ja,
Wie ihr mitbekommen habt, mache ich seit letzter Zeit sehr viele Horror-Games. Ja, erst natürlich Dead Space 2, dann, The Darkness 2 ist kein richtiges Horrorspiel, aber, gehört eigentlich das Genre dazu. Sagen wir mal, Thriller hört es eher dazu. Action-Thriller. So. Dann natürlich Trial of Fear in Co-op. Ob ich diesen Singleplayer machen werde? Ich glaube kaum. Weil das ist doch ein bisschen doch zu sehr heavy. Aber ich denke mal, ich werde vielleicht Amnesia, vielleicht die Carsten-Stories eher machen. Also dafür muss ich mir erstmal ein Spiel kaufen, da es auch nicht so teuer ist. Kapitel 9. Ein bisschen hell, ja. Das gefällt mir nicht. Warte. Ein Shop ist da oben. Oh, das ist... Wow. Da ist noch so ein Dreckspiel. Verreck doch, du Mistvieh. Da waren sogar zwei noch. Oh, ich muss auf achten. Oh, oh, oh. Wir haben noch ein großes Mini-Pack dabei. Das sollte man nicht, glaube ich, so schnell verbrauchen, wie wir es jetzt getan haben. Er sagt, wie ich es getan habe, weil ihr habt es ja nicht getan. Gerade auch nicht schlecht war, meine Mutter hat mich total erschrocken in der Cutscene, wo die Geräte haben zu. Ah, eine nackte Frau, nein! Ich sehe gerne nackte Frauen, aber nicht so. Eindeutig nicht so. Ausgetrickst. Ich mag es nicht, Babys umzubringen. Und noch mehr. Naja. Das gefällt mir nicht. Hier kommt doch gleich irgendwas rausgesprungen. Was muss ich dagegen machen? Gut, kam doch nichts raus. Ach, sind wir gegenüber. Den habe ich schon später wieder zu spät gesehen und habe mich dadurch total erschrocken. Wir sollten uns gleich bewegen, damit wir nicht einfrieren. Noch mehr Babys. Aber die sind ja schon älter, aber die sind so niedlich. Ja, das hätte ich auch nicht gut an. Und wir verkaufen erstmal die ganzen Sachen. Und ich denke mal, dass ich den auch wieder verkaufen werde, da... Der ist zwar gut, an manchen Stellen. Ja, komm. Ach, können wir verkaufen, haben wir mehr Platz. Auch wenn wir jetzt durch den neuen Anzug wieder Neues bekommen. Aber es ist ja vollkommen egal. So, klassischer Anzug, natürlich, das haben wir auch noch, aber kaufen wir erstmal klassischen Anzug. Das heißt, den dritten Anzug, den wir jetzt bekommen. Den hätten wir schon früher tragen sollen, aber ich habe nicht auf den Text geachtet, weil wir in Livestream waren. So, und der Pi!
spiele natürlich wieder Transformers. Oh mein Gott, sieht der schwul aus. Hoffe ich mal, dass er wenigstens, dass er es hält, was er verspricht. Vielleicht schon Transformers. Naja, solange der besser ist als, kann es mir eigentlich gestohlen sein. So, die haben wir verkauft. Wir sollten vielleicht ein bisschen Plasma-Cutter. So, einkaufen wir. Und ein kleines Medikit. So, und einmal das noch. So, jetzt haben wir zwei kleine. Das große. Das packen wir mal weg. Das können wir noch später, vielleicht fürs Ende zum Beispiel, gebrauchen. Die kann ich verkaufen, weil ich benutze die sowieso nicht, daher brauche ich nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen Money für die Plasma-Cutter, für den Strahlenkanone. Ich sollte vielleicht das nächste Mal auch wieder ein bisschen ausrüsten. Wie wir hier sehen, das war der erste Mechanika-Anzug. Mit 10 Slots, 5 Panzerungen, ein bisschen erhöht mit den Rig-Updates. Naja, jetzt haben wir aber einen Sicherheitsanzug, den wir davor hatten. Waffenbonus, Impulsgewehre halten 5% Schaden auf und so weiter und so fort. Jetzt haben wir den klassischen Anzug. Naja, wir wissen's. Kaputt. Naja, wo soll man denn lang? Ein Shop ist da, Workbench ist da, also gut. Boah, ich erschreck mich jetzt mal wegen dem Scheiß da. Der hätte vielleicht bis zum Feuer gebraucht. Ah, Blut. Was ist das? Ach, das Drecksvieh. Naja, gehen wir mal weiter. Unsere Rig-Anzeige ist ja relativ voll. Und er geht voll geduckt und ist voll fett in den Anzug drin. Aufzüge. Damit haben wir ja schon unsere Erfahrungen gemacht in diesem Let's Play. Also Projekt, sag ich jetzt mal. Naja. Ich weiß gar nicht, was die Hauptmission eigentlich ist. Waren wir hier nicht schon? Nee, waren wir nicht. Warte mal. Ist das die? Das ist die Isches. Oh mein Gott, was macht die denn hier? Ich hab gedacht, wir hätten die zerstört im ersten Teil. So als ich richtig informiert bin, weil ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Zum Glück war er ein bisschen weiter weg von der Türe. Nein, wir machen die Türe jetzt nicht kaputt. Da ist sie. Jedoch, also. Credits sind auch immer gut. So. Ich habe herausgefunden, durch wie er sehr leicht spielen. Er sagt, dass ich sehr leicht spiele. Na, gehen wir erstmal da lang. Ja, geh doch lieber mal hier. Ach, die können wir verkaufen. Weg. So, so muss es ja weggehen, ne? Und wir nehmen die Schreinkanonen, da wir für den Plasma-Cutter nur noch 16 Schuss war das, glaube ich, jetzt noch gewesen. 17. Und ja. Ein kleines Medipack, das ist auch immer gut. Gut, da geht's schon mal nicht lang. Das können wir später wieder verkaufen. Und ich hoffe auch, dass der Part nur 30 Minuten gehen wird. Yeah.
Hier ist doch noch einer. Wow. Ich glaube, wir müssen dieses Schiff zu denen holen. Oder die zu uns, oder wie auch immer. Ah, eine Speiserstation. So. Da hatten wir ja 13 Minuten gehabt. So, jetzt gucken wir. Ne, kurz vor 13, wir hatten 11 Minuten genau zu nehmen. Jetzt haben wir. Ja, so viel auch noch nicht. Ach komm, komm, wir machen noch ein Stück weiter bis zum nächsten Speicherpunkt. Dann sag ich auch, für diesen Part war es dann. Ah, muss ja auch mal sein. So. Wir haben ja 3 Knoten oder 4 Knoten. 4. So, mal ist mal die Strahlenkanone. Was ist denn das? Sekundärfeuer. Okay. Ach so. Ich würde sagen, wir machen eins auf Nachladen. Dann eins auf Sekundärfeuer. Und eine zweite oben. Komm, lass mal Nachladen mal in Ruhe. So, wir brauchen nämlich einen immer in der Tasche wegen den speziellen Räumen, die man nur durch den Knoten öffnen kann. Und das wollen wir uns auch nicht verscherzen. Wir nehmen den Plasma-Cutter, wir haben ein bisschen mehr Muni. Gut, das. Warte, erst mal kurz gucken. Da fehlt nämlich was. So. Gut, das heißt, denke ich mal, das da. Ich habe den Transport gefunden, Elia. Was gibt ein Problem mit dem Ausklingmechanismus? Keine große Überraschung. Ich lasse Sie wissen, wenn sie repariert ist. Ah, oh, fuck. Wo kommt das denn bitte her? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Hier ist nur noch das mittlere Teil, das ist, denke ich mal, hier drin. Moment, ich gehe erstmal den Raum erkunden. Das hätte ich eigentlich schon früher tun sollen. Da kommen nur auf der anderen Seite durch rein. So, das schieben wir jetzt nochmal hoch. Das ist nicht ganz. Ach so. Ja, nur so wenig. Na, kommt was? Ne, kommt nicht anscheinend. Okay, ich hab die Bahn abgekuppelt. Kommt sie zum Landeplatz. Wir sind gleich da. Los, Bord. Kommen Sie schon. Das war so klar, aber... Wir haben es ja geschafft, ohne Probleme. Und wir sollten nochmal speichern. Ich denke mal, dann beende ich den Part, das reicht ja. Kapitel 9. So. So, an die Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen natürlich, wenn du das Video eingeschaltet hast. Wir sehen uns nächstes Part. Euer Kolpi. Tschüss, Koski.